Urlaubsfeeling bei Bricks Go Wild. Herzlich willkommen zu den Friends Sets mit dem Release-Fenster Juni 2024. Thema Baden gehen. Ich wollte Rita überzeugen, dass sie heute im Bikini dieses Video aufnimmt, aber da auch Kinder zu sehen, wollen wir es nicht übertreiben. Und wir haben es, so gut es ging, trotzdem versucht, uns hier ein bisschen mit dem Strandfeeling zu bemühen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich glaube, sowieso. Übrigens, coole Brille. Also wir haben hier drei Friendsets, die wir von Lego zur Verfügung gestellt bekommen haben. Danke dafür. Und dachten uns, die wollen wir euch nicht vorenthalten, denn ich muss sagen, ich sehe da schon wieder Potenzial für Wild City, speziell hier. Glaube ich, wird unser Freibad aufgemöbelt. Ja. Mal schauen, ich bin gespannt. Ich würde sagen, ich glaube, dass auch ihr euch für dieses Set hier am allermeisten interessiert. Das ist im Übrigen der Wasserpark. 80 Euro Listenpreis, 814 Teile. Rita, du hast das Set aufgebaut. Was sagst du jetzt? Ich finde es lustig und viele coole Teile. Nein, lustig. Kann weil man das auch aufheben? Viel, oder viel ist machen das? Kann. Warte mal, bevor du es aufhebst. Also zuerst einmal hier das Zeugs, das hier vorne rumliegt. Das sind übrigens Strandtücher. Und ich finde das eine richtig nice Idee, dass wir hier jetzt mal richtige Strandtücher haben. Aber alle haben. Leider nur bestickert. Keine Bedruckungen, außer bei diesem Bubble irgendwas. Und wir haben auch wieder was zum Schießen. Wir haben hier eine Wasserpistole. Stuntshooter. Der dann einen 1x1 rund schießt. Oh. Ich schieße halt den Christoph nicht. Aber das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Lieber nicht. Lieber nicht. Und was cool ist, wir haben hier ein paar Rutschen. Also eigentlich haben wir sogar drei verschiedene Rutschen. Hier die auf der Seite, die offene. Dann haben wir hier so eine Röhre. Kommt auch gleich was. Und hinter diesem Wasserfall verbirgt sich auch eine Rutsche, nämlich eine mit einem, mit so einem Reifen. Ich probiere das gleich mal aus, wie das gut funktioniert. Mal schauen. Oh! Er hat es geschafft. Jetzt ist er zuerst ist er die ganze Zeit auf die Nase gefallen, aber jetzt, wo die Kamera läuft, da hat er sich bemüht. Uppla. Also wir haben hier so einen gebauten Schwimmreifen. Ja, Schwimmreifen. Finde ich ganz cool. Er war ähnlich auch schon bei diesem Wintersport-Aktivitätszentrum in Rot dabei. Da habe ich zuerst geglaubt, geil, neuer Mold. Ist aber mit so Technik-Röhrchen gebaut. Und das ist eben lustig, dass da hier so eine Technik verbaut ist, dass sich da, genau, jetzt habe ich den wieder hinten, ist klar, wenn du das rausschießt, dass sich hier da der Wasserfall schließt, öffnet und schließt. Musst du dann mal umdrehen, dann sehen wir es auch von hinten und dann können wir mal schauen, wie das funktioniert. Ansonsten haben wir hier Atlantis-Vibes oder griechische Architektur von den Säulen und von dem Ganzen, wie das hier so aussieht. Oh. Ja, so funktioniert die offene, die geschlossene Rutsche und die offene ist genau dann so einmal diese hier. Ich glaube, ihr habt nicht viel gesehen, aber doch, es ist sogar nicht so schlecht. Ich glaube, es geht. Und hier vorne dreht sich auch noch dieser Pool. Das habe ich nicht ganz verstanden, muss ich sagen. Also wieso sich, ist es dann ein Whirlpool, der sich dreht? Ja, das ist sehr interessant. Ja. Aber es sind viele Dinge dabei, die ich bei Ritas Freibad im Wild City sehe, wo sie vielleicht ein bisschen da und dort aufmöbeln kann. Das Mock hast ja du aus einem Legoland-Set gebaut und Teilen, die wir übrig hatten. Mehr war da eigentlich gar nicht dabei. Ein paar Teile natürlich aus der Fabrik, muss man offen und ehrlich sagen. Aber das hier ist jetzt schon, ehrlich gesagt, ein ganz nettes Set, also mir gefällt es irgendwie mit diesen Korallen und schwimmenden Fischen hier, dass dieser Überhang ist hier extrem cool, auch die Qualle hier gefällt mir ganz gut. Sie haben ein paar nette Ideen hier eingebaut, es ist natürlich typisch Friends-mäßig, an dieser Stelle schon sehr pastellig hier mit Dark Lavender und sehr vielen verschiedenen Blautönen, aber ich finde auch hier beim Freibad passt das irgendwie. Man hätte auch noch diese Rutsche hier bestickern können, genauso wie das hier der Fall ist, also hier sind ja auch ein paar Sticker drauf, aber ich muss sagen, das hat mir jetzt nicht gefallen, deswegen habe ich das ausgelassen. Aber natürlich, wenn ihr da das machen wollt, ist da keinerlei Grenze gesetzt. Wir haben ein paar nette Details, auch von dem her genau. Diese Säule hier mit dem Aquarium finde ich extrem cool. Ja. Also sowas werden wir auf jeden Fall auch bei unserem Freibad einbauen, denke ich mal. Und wir haben natürlich Duschen mit dabei. Wir haben hier ein Klo mit dabei. Das ist hier hinten drinnen.
weil, glaube ich, das Bad sogar schon ein Klo hat bei uns, oder? Das war bei diesem Legoland-Set ja, dabei, wenn ich mich nicht täusche. Da war auch eine Wickelstation ja, dabei, also da müssen wir mal schauen. Hier ein kleines Waschbecken mit einer Seife ist noch dabei. Was ich auch nett finde, ist, sowas Ähnliches haben wir aber eben auch schon, so eine Umziehstation. Umkleide, wo man eben in den Kasten was reingeben kann. Und hier hinten ist dann eben diese Technik verbaut. Aha. Ach so, funktioniert das. Jetzt sehe ich es erst von vorne genau, mal. Der aber schließt auf nicht ganz. Zubert. Ist das Absicht? Habe ich was, hab ich was verbockt? Nein, ist vorher, ich, wenn man nicht ganz fest genug anzieht, ja, glaube ich, geht es dann schon. Ja. Wahnsinn. Okay, ja. Genau. Also ich finde, es ist viel dabei, kann man echt nicht sagen. Genau, hier auf der Seite sogar eine Leiter, wo man raufklettern kann. Mhm. Da fährt schon alles herum. Und ich muss sagen, es ist sehr, sehr viel dabei dafür, dass er doch eigentlich ein relativ kompaktes Set ist. Für 3 Rutschen finde ich das eigentlich mega. Es ist viel zu tun. Ich glaube nur, dass wir es 1:1 nicht einbauen werden, aber an sich finde ich es echt, echt cool. Ja, der Krebs, der ja bei einer Minifigurenserie mal dabei war, glaube ich. Und genau. Ein paar wirklich extrem coole Details. Also ich finde zwar 80 Euro für das Set relativ viel. Ich weiß gar nicht, wie viele Mini-Dolls sind denn hier dabei. Wir haben eine kleine, die hier im Bad ist und dann wahrscheinlich 1, 2, 3 Erwachsene, oder? Ja. Seht ihr mal, wie Rita mit Lego umgeht. Ja, viele von euch mögen die ja nicht besonders, deswegen gehen wir jetzt nicht so drauf ein, würde ich sagen. Wobei Rita schon gesagt hat, wir haben auch weibliche Zuschauer bei unserem Kanal. Eben. Seid willkommen bei uns und ich frage mich, warum ihr mir nicht schreibt. Aber es gibt Leute, die sagen auch, ja, sie sind am Überlegen, ob sie das Set nicht für ihre, keine Ahnung, 8-jährige Tochter kaufen sollen. Eben. Und deswegen machen wir ja hier auch das Video. Also... Und da gibt es auch Leute, die oder speziell Kinder, die sehr gerne mit diesen Mini-Dolls spielen. Es ist auch wirklich von der Bedruckung der Körperteile und so weiter, sehen die nicht schlechter aus als die originalen Lego-Mini-Figuren. Sogar mit einem Badewaschel, Badewaschel und, ja, wie sagt man, einem Bademeister. Ja. Und eben die anderen im Bikini oder im Badeoutfit. Also das finde ich eigentlich sehr süß, muss ich sagen. Nein, passt wirklich gut. Ich habe ja auch sogar überlegt, ob wir nicht Teile von dem auch ins Ariel Unterwasser-Layout einbauen können. Ja. Zum Beispiel auch die Qualle. Da bräuchten wir das Set eigentlich noch ein zweites Mal. Ich werde meine Augen offen halten, denn die Sets kommen alle in den freien Handel und werden sicher dann auch dementsprechend günstiger werden. Also mit so vielleicht 30-40% Rabatt ist das auf jeden Fall was, was man sich mal genau anschauen kann. Ich glaube, dass das schon richtig Potenzial hat. Passt halt, ich denke da jetzt an viele Lego-Städte, die man sonst so auf YouTube sieht und ja, wo vielleicht manch einer sagen würde, also so ein Set würde ich mir auf keinen Fall in die Stadt stellen, ist natürlich vollkommen berechtigt. Falls ihr auf der Suche seid nach irgendwelchem Equipment für ein Schwimmbad, was ein bisschen abgespaceter sein darf, dann findet ihr hier auf jeden Fall ein gutes Ersatzteillager und ein paar nette Ideen und auf jeden Fall. Bei Schwimmbädern darf es ja oft ein bisschen bunter sein, also ja, von dem her. Weil Rita Schwimmbad ja sehr extrem ist, passt hier auf jeden Fall einiges dazu. Extrem. Lass noch einmal diese Rutsche runterfahren und dann gehen wir auch zu den nächsten beiden Sets. Die sind ein bisschen kleiner, passen aber trotzdem sehr gut. Hat funktioniert? Ja. Passen trotzdem ganz dazu. Wir haben hier noch ein Set, welches auch Rita aufgebaut hat. Das ist der Smoothie-Stand, 20 Euro mit 213 Teilen. Erstens mal haben wir hier, finde ich, eines der hässlichsten Lego-Autos, welches ich jemals gesehen habe dabei. Ich weiß nicht, ist das so eine Art Sandbuggy oder sowas? Vielleicht, also der ja, sieht nicht besonders schön aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir hier alles mögliche an Strandequipment, von Surfbrett über so eine Truhe, wo für die Smoothies, glaube ich, die Inhaltsstoffe quasi drinnen sind. Erdbeer, Orange, genau. Zitrone und so weiter. Oh, die sind alle umgedreht. Aber ihr könnt es euch denken. Dann haben wir hier ein Sidebild, welches mikroskopischer und kleiner fast nicht gehen würde. Ich finde es aber trotzdem cool, dass hier diese Wegweiser drauf sind. Die sind zwar alle bestickert, aber ist besser als gar nichts. Das werden wir bei uns irgendwo am Strand aufstellen, denke ich mal. Ich glaube auch. Oben Heartlake Valley, Heartlake Ridges und Green Tech, was auch immer das sein soll, vielleicht die Universität. Und dann hier diesen Smoothie-Stand, der mit einer Schaukel. So lustig. Ganz
nett gemacht ist, finde ich. Die genau. Nova schaukelt da, obwohl sie, glaube ich, eigentlich die Smoothies herstellen sollte, aber ja. Egal. Wir haben hier auch eine kleine Schildkröte wieder vertreten, natürlich die Friends-Schildkröte. Und hier eben werden die Smoothies hergestellt und die haben dann oben so ein Blatt drauf. Also die Getränke. Oh ja, ja. Und finde ich eigentlich auch eine nette Idee, mhm. Genauso auch wie oben das Schild, finde ich ja. Eine sehr nette Idee. Das ist nett gemacht, ja. Dach in Orange mit diesen Dachteilen, diese Krallen, die ja genau. Beim mittelalterlichen Marktplatz auch dabei waren. Mhm. Ist also hier ganz cool gemacht. Innen ist ja sehr spartanisch und sparsam eingerichtet, ja. Da gibt es nicht viel zu sagen. Für 20 Euro vielleicht auch. Hier und da ein wenig zu viel, aber wenn das Set mal irgendwo im Angebot ist, dann kann man da überlegen, wenn man über dieses Fahrzeug hier hinweg sehen kann. Und übrigens, hier ist auch am Beifahrersitz noch der Kopf von dem Kollegen hier. Die Friendsets haben ja jetzt, dadurch, dass sie keine Wendegesichter haben, teilweise einen zweiten Kopf dabei. Das ist zwar, glaube ich, die von der von dieser Frau hier, aber das heißt, sie sieht einmal... Ja. Freundlich aus und einmal verzieht sie ihr Gesicht ein bisschen, weil sie vielleicht in einen sauren Apfel gebissen hat, den sie hier beim Smoothie-Stand gekauft hat. Kostet ihr die Dinger immer vor, bevor sie den Smoothie macht? Das ist schon wieder irgendwie komisch, aber okay. Habe ich noch nie gemacht, keine Ahnung. Ich beiß mal in den Apfel rein und dann, oh mein Gott. Dann haben wir jetzt noch das 10-Euro-Set, perfektes Geschenk, also falls ihr mal wohin fährt und ihr braucht was Kleines. Das ist der Rettungsschwimmer-Aussichtsturm mit Jetski. Mit 84 Teilen. Mhm. Eher kleines Set, so einen Turm. Ja, ich meine, ist ganz nett, ist jetzt nichts Besonderes. Mir gefallen die Wasserteile hier ganz gut, diese curved Slopes 1x2 gibt es jetzt ja auch in vielen transparenten Farben, blau, rot und so weiter. Krabbe dabei, Seestern. Ansonsten eigentlich nichts Spezielles. Es sind zwei blaue Eise dabei. Rettungsreifen ist bedruckt vorne und diese Eise, die ich mir auch sehr gut gefallen. Ja. Und dann haben wir noch zwei Jetskis, wobei die eine sogar beim Jetski-Fahren was trinkt. Also ich finde das ja eigentlich auch ein Wahnsinn. Zwei komplett genau. Baugleiche Jetskis, wo sich nur die Farbe ein bisschen unterscheidet, sind eher gering von der Teileanzahl. Ich finde sie auch nicht besonders schön. Also da hat Lego schon schönere Jetskis rausgebracht, aber sei es drum. Auch die passen hier rein. Und dann haben wir noch für viele vielleicht das Highlight des Sets. Diese Boje mit der Fahne, die Delfin den Rita in der Hand hält. Die Boje. Ja, ich meine, vielleicht braucht man auch unbedingt eine Boje und dann ist dieses Set genau das Richtige. Aber der Delfin ist auch sehr süß, also den kann man definitiv gut gebrauchen. Ich finde das lustig mit den Punkten vorne drauf. Mhm. Aber gut. Eine spezielle Delfinart? Könnte sein. Vielleicht irgendwie ein gepunkteter Delfin. Wir werden jetzt noch einen Smoothie hier bei unseren Damen bestellen. Dann geht's ab ins Schwimmbad und ich am Schluss in die Sonne. Vor dem Heimgehen noch ein bisschen Sonnenbaden und dann noch in den Sonnenuntergang mit einem Jetski fahren. Oh. Alles auf meine Nacken natürlich. Ich lade dich heute ein, Rita. Ich weiß nicht, was ihr von den Sets haltet. Wenn ihr jetzt keine Friends-Sets seid, so wie ich persönlich, dann gefällt euch das vielleicht nicht ganz so gut. Es ihr geht seid aber hier, keine Friends-Sets. Wenn ihr keine Friends-Sets seid, Friends-Fans seid, oh, das, ich weiß nicht, irgendwie, das war jetzt nicht geplant. Wenn ihr keine Freunde dieses Sets, dieser Set-Reihe seid, dann gefallen euch die Sets wahrscheinlich nicht so gut. Ich finde, sie haben ihre Momente. Es sind ja keine Erwachsenen-Sets, muss man ja auch dazu sagen. Ja. Figuren, naja, die Techniken, Bautechniken, Teile und so weiter können aber auch einen Friend-Set-Verweigerer wie mich begeistern. Und es sind auf jeden Fall ein paar nette Ideen dabei. Aber Rita, du hast das Abschlusswort. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, wir werden uns dann mal Richtung Freibad aufmachen und dann mal schauen, was wir wirklich ins Freibad einbauen können. Es ist ja auch platztechnisch da ein bisschen schwierig, aber wir werden mal schauen. Und wie gesagt, ich glaube, dass ein paar Teile hiervon auch in das Ariel-Layout kommen. Und sei es nur... die Korallen und diese kleinen Fische und so weiter. Das bringt mich übrigens dazu, noch kurze Side-Note, dass die Teile hier in Papiersackerln waren. Was sehr ja nix, umweltschonend, muss man ja, sagen, ja. Ja, aber es ist ja keine Neuigkeit. Aber interessanterweise war auch ein Plastiksackerl dabei, nämlich diese kleinen Muscheln. Und die Krake, was da dabei ist, das ist ja auch so ein fixes Set,
glaube ich, von so Unterwasserzeugs. Das war noch im Plastiksack. In der Papiertüte. Ja, in der Papiertüte. Sehr interessant, da lernen wir auch immer wieder was. So lustig, wir schütten es aus und dann so, okay. Ja, es gibt Sachen, die gibt es gar nicht. Aber wirklich so. Und ich schmeiße die Brille jetzt weg. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Tschüss.